BFS Immobilien veranstaltet seit nunmehr 15 Jahren Charity-Golfturniere, um mit dem Gesamterlös in Not geratenen Familien in Österreich zu helfen. Am 29. Juli 2011 war es wieder soweit und die beliebte Charity-Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Nürnberger Versicherungs AG Österreich fand am Golfclub Schwarze statt. Jetzt geht's gleich los. Großes Come Together. Was erwartet uns heute? Also erstens einmal schönes Wetter. Das ist einmal so das Wesentlichste. Dann, wir spielen ja heute Just for Fun. Also der Spielmodus ist ja nicht bombenernst, sondern eher wirklich für Fun. Und wichtig ist für uns, dass wir im Hintergrund den Spaß haben, im Vordergrund den karikativen Zweck haben, dass das alles eine runde Sache ist. Wir haben uns heuer erstmal erlaubt, also eine Menge Promis einzuladen, die unentgeltlich für die gute Sache heute kommen, mitspielen, vom Profigolfer bis zum prominenten Antigolfer. Also wir haben alles dabei in dem Bereich und unsere Freunde, Partner und Klienten haben wir dazu eingeladen. Und das sollte heute eine echt runde, stimmige, spaßige Sache werden. Bereits am Freitagabend traf sich die elitäre Golfgesellschaft im Café Belluna und verfolgte mit Spannung die Auslosung der Flights. Belluna Café war die große Auslosung. Das war die erste lustige Point an der ganzen Geschichte, wenn man die Zulosung der Prominenten zu den, unter Anführungszeichen, Normalsterblichen hat für spaßige Momente gesorgt gestern Abend. PFS und ich, unglaublich! Erstmalig in Kitzbühel eine Flight-Auslosung. Alle müssen es hören. Der Bürgermeister. Noch schnell werden Spielart und Regeln erklärt und die Teilnehmer begeben sich zu den ihnen zugewiesenen Löchern und bereiten sich auf den Kanonenstart vor. Ist halt ein super Spielformat für die Amateure auch und da hat man einen Haufen Spaß und man braucht nicht so lange normalerweise für die Runde. Es würde uns gerade interessieren, Thomas, warum bist du jetzt heuer im Zweierflight und nicht mehr im Einserflight? Ja, das ist jetzt eine interessante Frage. Ich habe mit Christian und mit Hans jetzt die letzten 4 Jahre gespielt und ich habe mich im Endeffekt zurückstufen lassen, weil mit den Herrschaften habe ich letztes Jahr meine Tochter gefeiert und habe mir gedacht, ist es auch richtig, dass man mit dem Wirtshaus vielleicht auch die erste Runde wieder spielt. Eigentlich ein gutes Gefühl, weil ich habe so gute Leute um mich herum, da kann ich ein bisschen batzen. Aber das ist egal. Du hast ja mal gesagt, Golf ist ein Spiel und so soll man es auch betrachten, oder? Genau so ist es. Wie ein Mensch eigentlich. Hinterher geht es ganz gut, kriegst schöne Würfe, auf einmal geht es gut und nachher weißt du überhaupt nicht mehr, wie es zügig ist. Das ist halt so. Jetzt, tust du dich da auch ärgern, so wie beim Mensch ärgere dich nicht, oder wie ist das bei dir? Naja, ärgern tue ich mich nicht in dem Sinn. Natürlich möchtest du besser spielen, das ist eh klar, aber das ist halt einmal das Gespiel. Und ich weiß vom Sport her, hinterher geht es leicht und hinterher geht es aber gar nicht. Deswegen, wenn es nicht so gut geht, ist gescheiter, wir machen nicht Interviews, nicht Sterne anschauen und nachher geht das alles viel besser. Also ganz genau ist es jetzt bei euch zugegangen, mit links, rechts, ausmessen, 2 cm, macht ihr das immer so genau?
Naja, ich glaube, beim Texas Scramble muss man sich gegenseitig helfen. Das ist mal ein Viererflight und ich denke mal, wenn man sich da irgendwann einrichtet, dann wird man sich leichter tun beim Button und das haben wir vorher mit einem Birdie geschafft. Jetzt nicht und ich hoffe, dass wir jetzt wieder ein paar oder Birdie spielen das nächste. Ja, ich bin Naturbahnradler. Ich mache das ja mittlerweile 25 Jahre. Habe jetzt vor 3 Jahren zum Golfen angefangen, weil ich immer sagen, Golf ist viel schwerer als Radfahren. Freunde, Freunde, das Lied, 2, 3. Wir wollen ein Birdie sehen, wir wollen ein Birdie sehen, wir wollen ein Birdie sehen. 2, 3, super. Erfolgreiche Geschäftsleute sind einfach ein locker drauf, sonst hast du keinen Erfolg wie der Spitzensportler. Total krass. Angelika Neuner hat die Rennrodel gegen die Golfschuhe und den Golfschläger getauscht. Was ist das für ein Gefühl? Ja, ich tue gerne Golfen. Also es ist ein ganz neues Hobby und mir gefällt es und ist gesellig und ja, ganz was anderes halt natürlich. Ja, das glaube ich. Ihr habt ja schon, wie ihr rübergekommen seid, jetzt ganz einen lustigen Eindruck gehabt. Also habt ihr Spaß im Flight? Ja, auf jeden Fall. Also das ist die Hauptsache. Gut, ein bisschen Pech haben wir gehabt mit dem Button, aber so haben wir es lustig und das ist die Hauptsache, finde ich. Mal allgemein global gesehen, dass ich in der Zeitung nie wieder sowas lesen muss, was ich letzte Woche über Norwegen gelesen habe, was ich über Somalia und die Kinder gelesen habe, dass sich viele, die ein bisschen, ein paar Schilling hätte ich beinahe gesagt, ein paar Mark oder ein paar Euro in der Tasche haben, zusammentun, um das Leid und den Schmerz in der Welt ein bisschen zu lindern und vielleicht ein bisschen was dazu beizutragen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Max Schautzer, Journalist, Autor, Schauspieler, alles Mögliche und heute Golfer in so einem netten Flight mit 3 Damen. Ja, ein, so ein Glücksfall. Ja. Wie hat man sich das verpasst? Dann wäre ja alles super gewesen, aber ich bin sehr zufrieden. Wir haben viel Spaß. Ich habe super Spielerinnen und ganz nette Flightpartnerinnen. Einige Löcher schon gespielt. Wie läuft es bis jetzt? Na, danke wie immer bescheiden. Das Wetter ist heute gegenüber vorher ein bisschen besser und die Flightpartner sind viel stärker wie vorher. Das ist das Beste für mich, weil ich habe 3 super Mitspieler und die machen ein gutes Spiel. Und jetzt kommt die Beste, die Kati. Was erwartet ihr heute vor dem Tag von der Charity Trophy? Ja, von der Charity Trophy erwarten wir sehr viel und es wird sicher Mordspaß. Ich meine, spielen da momentan noch ziemlich unter unseren Erwartungen, aber wir werden versuchen, dass halt echt vielleicht ein bisschen was geht. Wir sind willig, sagen wir so. Fantastischer Flight, fantastischer Schlag. Gewaltiger Flight, ja. Also ich muss sagen, die haben die unmittelbare Wettkampfvorbereitung perfekt abgeschlossen. Und es liegt fast alle 4 am Grün. Wie lange spielst du schon Golf? Ich spiele schon seit 1981 Golf. Ist zwar schade, wenn ich das jetzt zugebe, weil mein Handicap noch nicht dementsprechend ist. Aber ich liebe es, herrlich. Aber dein Handicap ist ja schon ganz gut. Genau, das ist relativ. Es ist schon ganz gut, stimmt. Aber weißt du, man hat immer Ambitionen, noch besser zu werden. Und das bewirkt wieder, dass du verkrampfst und damit wirst du nicht besser. Nach Sport, Spiel und Spaß werden Golfschläger gegen Lederhose und Dirndl getauscht. Und man trifft sich zum Charity-Dinner im Hotel zur Tenne. Was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry.
wie jedes Jahr versuchen wir diese Veranstaltung jedes Jahr unter einem bisschen anderen Motto, der Charity-Gedanke eigentlich im wichtigen hinteren Eck stehen zu haben, dass man einfach sieht, es ist so eine Veranstaltung dazu da, nicht einfach nur als Unternehmen etwas zu spenden, sondern man könnte ja hernehmen, irgendeine Summe ausnehmen, 20.000 Euro und die einfach spenden. Wir versuchen das zu verbinden, Spaß für die Kunden, Klienten von uns zu erzählen und wir übernehmen das, spenden es dann einfach, machen einen Spaß für die Runde und spenden dann die Charity-Beiträge der Spieler. Das ist eigentlich der Hintergrund und das hat auch heuer wieder wunderbar funktioniert. There's a love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. Die sehr schöne Veranstaltung gewesen und ist noch eine sehr schöne Veranstaltung heute. Das Golfen hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch sehr gut gespielt und war ein wunderschöner Golftag. Jetzt steht aber natürlich nicht nur das Golfen und der Spaß im Vordergrund, sondern natürlich der Charity-Gedanke. Wie stehst du zu dieser Sache? Ja, es ist natürlich eine wunderschöne Geschichte, dass man Menschen in Not helfen kann. Ich habe mich für das Golfspielen zur Verfügung gestellt und hoffe damit einen großen Teil dazu beigetragen zu haben. Der Thomas Musters Zeiten hat der Christian Benkner und ich das begonnen hier und haben das jedes Jahr weitergetragen und immer mehr Interessierte und auch die Prominenten, die spielen automatisch mit. Es war kein Ausfall. Die kommen, machen eine Gaudi, haben eine Freude, einen sehr schönen Tag gemeinsam mit uns zu erleben. Und meine Geschäftspartner genießen das. Das kann man sich nicht kaufen. Etwas Gutes tun, uns geht es gut. Wir leben wie die Weltmeister in Österreich und unsere Geschäftspartner schätzen das, weil dieser Tag hier in diesem Moment, die Sonne hat geschehen. Schau mir an, braun bin ich geworden. Es ist ein Wahnsinn. Die Leute hat es taugt, der Musi und heute Abend mit Andi Töffel. Wir werden so viel Spaß haben. Heute ist es so. Heute haben wir rein aus die Charity-Beiträge 20.000 Euro zusammengebracht und wir haben eine eigene BFS Charity Foundation und haben daraus noch einmal 10.000 Euro draufgelegt und haben in Summe also 30.000 Euro, die wir verwenden für verschiedene Organisationen. Wir haben uns unter anderem auch entschlossen, spontan eigentlich nochmal für die Afrikaner, also für die Somalier-Kinder nochmal 5.000 Euro draufzulegen. Das machen wir normal nicht, dass wir es ins Ausland geben, aber wir machen regional was, wir machen überregional was und heuer ausnahmsweise auch wegen der aktuellen Anlässe in Somalia die Kinder 5.000 Euro nochmal geben wir davon darunter in eine spezielle Organisation. Good and for me.